So, Schluss für heute. Aber ich habe mein Glas doch noch gar nicht ausgetrunken. Sie haben heute Nacht genug Gläser ausgetrunken, Oberst. Gehen Sie schlafen. Die Sonne geht ja schon auf. Ich will mein Glas. Für heute ist Feierabend. Wenn Feierabend ist, bestimme ich. Gib mir gefälligst was zu trinken. Nein. Das wird dir noch leid tun, du elender Weinpanscher. Dir werde ich schon zeigen, wer der Herr in Bacon ist. Was lassen Sie das? Norman, hör sofort auf. Mein lieber Herr Bruder. Guten Morgen, Reverend. Guten Morgen, mein Sohn. Ist etwas passiert? Nein, alles in Ordnung, Reverend. Ich habe nur versucht, dem Oberst klarzumachen, dass ich für heute die Wirtschaft zusperre. Naja, und das hat er wohl nicht so gerne gehört. Oh, Norman. Oh, Wilfred. Lass mich in Ruhe mit deinem Pfaffengeplapper und scher dich in die Kirche, wo du hingehörst. Soll ich Ihnen helfen, den Oberst nach Hause zu bringen, Reverend? Nein, nein, lass nur, mein Sohn, das schaffe ich schon. Es ist ja nicht das erste Mal. Wie Sie meinen, Reverend. Na dann, eine gute Nacht und einen guten Tag allerseits. Ja, verschwinde nur, du Feigling. Mein Gott, Norman, warum musst du dich immer so betrinken? Weil es Spaß macht. Aber davon verstehst du ja nichts. Du täuschst dich. Ein gottesfürchtiges Leben kann sehr freudvoll sein. Freudvoll? Was verstehst du denn schon von Freuden? Alles, was du hast, ist doch dein armseliges Dorfpfaffenleben. Ich bin herumgekommen in der Welt. Ich habe Dinge gesehen, die du dir gar nicht mal vorzustellen wagst. Und Frauen. Eine schöner als die andere. Frisches Fleisch, Wilfred. Nicht diese vertrockneten Weiber hier vom Dorf. Du hättest nicht zurückkommen sollen, Norman. Seit du wieder hier bist, stiftest du nur Unruhe. Aber Wilfred, als verantwortungsvoller Gutsherr werde ich mich doch wohl noch um meinen Besitz kümmern dürfen. Schließlich gehört mir das halbe Dorf. Als hättest du je gewusst, was Verantwortung ist. Oh, mein Bruderherz wird unhöflich. Da krieg ich ja richtig Angst. Komm, Norman, ich bring dich nach Hause. Lass mich. Ich kann allein nach Hause gehen. Aber ich will noch nicht. Ich habe nämlich was zu erledigen. Was willst du denn in diesem Zustand noch erledigen? Ich habe noch jemandem einen süßen Besuch abzustatten. Um diese Zeit? Jetzt komm schon, Norman. Lass mich. Ich kann tun und lassen, was ich will. Und jetzt will ich den Schmied besuchen. Der Schmied ist nicht da. Er ist in Greenford. Ich weiß. Genau deshalb will ich seinem Haus ja einen Besuch abstatten. Dann ist es also wahr, was man sich erzählt. Was erzählt man sich denn, Bruderherz? Man erzählt sich, dass du ein Auge auf die Frau des Schmieds geworfen haben sollst. Ich habe es nicht bei einem Auge belassen, Wilfred. Dass du dich nicht schämst, Norman. Aber Wilfred, Mrs. Barnes ist ein bildhübsches Kind. Der einzige Lichtblick in diesem Kaff. Es wäre doch viel zu schade, wenn nur ein Mann sie haben dürfte. Es war mir geradezu eine moralische Verpflichtung. Mein Gott, Norman, wie kann man nur ein so durch und durch verdorbener Mensch sein wie du? Fürchtest du dich denn gar nicht davor, dass dich eines Tages der Blitz erschlägt? Seit wann interessierst du dich denn für Wetterkunde? Ich interessiere mich für die Seelen von Menschen. Und ich frage mich, ob du noch nie daran gedacht hast, dass es Gott in den Sinn kommen könnte, deinem sündigen Leben mit einem Blitzschlag ein Ende zu setzen. Oh, ist es schon Zeit für die kirchliche Märchenstunde? Auf jeden Fall scheint es Zeit für Gotteslästerungen zu sein. Denn dein Lebenswandel, Norman, ist eine einzige Gotteslästerung. Was denn, Bruderherz? Mich interessiert dein Gott nicht. Warum sollte ich ihn dann lästern? Wenn du schon Gott nicht fürchtest, solltest du wenigstens die Menschen fürchten, Norman. Was soll das denn jetzt schon wieder? Der Schmied ist der größte und stärkste Mann im Umkreis von 40 Meilen. Er könnte dich ohne das geringste Problem einfach über die Mauer da schmeißen oder noch ganz andere Dinge tun. Ich habe Mittel und Wege, das zu verhindern. Vergiss nicht, dass ich ein reicher Mann bin, lieber Wilfried. Keiner hier im Dorf würde es wagen, mir etwas anzutun. Vor den Menschen mag dich dein Reichtum schützen, Norman, aber niemals vor Gott. Amen und Halleluja. Verschwinde endlich in deine Kirche und lass mich mit dem salbungsvollen Gewäsch in Ruhe. Guten Morgen, Joe. Ach, das noch. Du bist aber heute schon früh mit der Milch unterwegs. Warum hat deine Mutter dir den Mund eigentlich noch nicht zugenäht, Joe?
Es kommt doch sowieso nichts Vernünftiges raus. Lass ihn. Er kann doch nichts dafür, dass er so geboren wurde. Aber ja, wahrscheinlich hat sich dein lieber Gott sogar etwas dabei gedacht. Man kann bestimmt toll mit ihm spielen. Mach dein Maul auf, Joe. Schön weit. Sehr gut. Hier, fang den Penny. Und noch einen. Weiter auf. Selbst dafür ist er zu blöd. Lass ihn in Ruhe, Norman. Oh, der Herr Reverend spielt Jesus. Komm, Joe. Begleitest du mich in die Kirche? Na, verschwindet nur, ihr Idioten. Dann kann ich mich endlich wieder den angenehmen Dingen... Sprechen wir beide ein schönes Gebet und danken Gott, dass er uns einen neuen Tag geschenkt hat. Bevor du die Milch weiter austrägst, ja? Selig sind die geistig Armen, die Dorfdeppen und die Pfaffen. Hüte deine Zunge, Norman! Die Geschäfte? Pater Brown, das ist ja eine Überraschung. Besuchen Sie endlich mal wieder Ihre katholischen Schäfchen in Bacon. Wir haben Sie ja schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich muss mich wirklich entschuldigen, Mrs. Prudy. Ich komme viel zu selten in die umliegenden Gemeinden, um nach dem Rechten zu sehen. Aber wenn ich komme, komme ich immer gerne. Na, das will ich aber auch hoffen. Und wenn ich nach Bacon komme, komme ich auch immer als erstes zu Ihnen, Mrs. Prudy. Ich weiß doch, was ich gehört. Sie sind ein alter Schmeichler, Pater. Ach, Mrs. Prudy, Sie wissen doch, ich versuche immer noch, Sie der anglikanischen Kirche abzuwerben und Sie zu einer richtigen Katholikin zu machen. Na, lassen Sie mal gut sein, Pater. Einem alten Hund kann man auch keine neuen Tricks beibringen. Ich bleib bei dem, was ich kenne. Was natürlich nicht heißt, dass Sie mir nicht jederzeit herzlich willkommen sind. Ich danke Ihnen. Und was gibt's Neues im Dorf? Ach, was soll es schon Neues geben hier im Dorf? Alle Dinge gehen ihren gewohnten Gang. So? Sehen Sie, und ich dachte, es sei vielleicht etwas Außergewöhnliches passiert. Ich habe mich nämlich gewundert, warum Mr. Barnes, der Schmied, und seine Frau in den letzten Wochen nicht mehr bei mir im Sonntagsgottesdienst gewesen sind. Früher haben sie die paar Meilen nie gescheut. Aha! Jetzt verstehe ich, warum Sie hier sind. Sie wollen mich aushorchen. Sie sind ein ganz schönes Schlitzohr, Pater. Aber Mrs. Prudy, und? Gibt es bei den Barnes etwas Neues? Nun ja, die beiden haben sich schon ein bisschen verändert. Seit ein paar Wochen ziehen sie sich sehr zurück. Dafür gibt es doch sicherlich einen Grund. Ach, Sie wissen, Pater, es liegt mir fern, irgendwelche Gerüchte zu verbreiten. Natürlich. Aber man munkelt, dass es da einen Zwischenfall gegeben haben soll zwischen Mrs. Barnes und Oberst Bohun. Einen Zwischenfall? So habe ich es gehört. Aber was jetzt genau damit gemeint ist, kann ich Ihnen natürlich nicht sagen. Ich verstehe. Nun ja, auf jeden Fall weiß ich jetzt schon mehr. Den Rest werde ich wohl von Mr. und Mrs. Barnes selbst erfahren. Und, Mrs. Prudy, wie geht es Ihnen? Was macht Joe? Ach, was soll er schon machen? Sorgen macht er mir, der Junge, wie immer. Körperlich ist er so stark wie ein Bulle, aber hier oben im Kopf, da ist halt nichts. Wenn er morgens die Milch austrägt, vergisst er die Hälfte der Leute. Und ich darf es dann selbst machen. Und langsam komme ich einfach in ein Alter, wo ich wirklich jemanden brauchen könnte, der mir hier im Laden hilft. Die Regale räumen sich nicht von selbst ein, Pater. Aber nun ja, ich muss mein Schicksal wohl so annehmen. Das ist eine weise Einstellung. Ach, was heißt weise? Alles andere hat ja doch keinen Sinn. Na, sehen Sie, Pater, wenn man vom Teufel spricht. Guten Morgen, Joe. Gerade habe ich deine Mutter nach dir gefragt.
Was ist denn los, Joe? Freust du dich so über Pater Browns Besuch? Joe, beruhige dich doch. Das hat er doch sonst nicht. Joe, was soll das denn? Lass doch den Pater los. Lassen Sie ihn, Mrs. Prooley. Ich habe das Gefühl, er will mir etwas zeigen. Vielleicht ist etwas passiert. Ach, was soll denn schon passiert sein? Bei uns passiert doch nie etwas, Pater. Warte doch! Wo willst du denn hin? Was? Ich verstehe dich nicht, Joe. Und Doktor? Ja, da ist nichts mehr zu machen, Constable. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Pater Brown! Guten Tag, Pater. Guten Tag, Constable Burns. Dr. Owen. Joe, ich hab dir doch gesagt, du sollst nach Hause gehen zu deiner Mutter. Das hier ist nichts für dich. Der Constable hat recht, Joe. Geh nach Hause. Ich verspreche dir auch, dass ich gleich noch einmal bei euch vorbeikomme. Na, da haben Sie sich aber einen schönen Tag ausgesucht, um uns zu besuchen, Pater. Ist das nicht Oberst Bohun? Ja, das ist er. Und er ist mausetot. Wie ist das passiert? Nun, so wie sein Kopf aussieht, denke ich, dass er erschlagen wurde, oder, Doktor? So sieht es aus. Es muss ein sehr kräftiger Mann gewesen sein, der diesen Schlag geführt hat. Sehen Sie sich doch nur an, wie seine Schädeldecke aussieht. Die ist richtig zersplittert. 40 Jahre bin ich Polizist in Bacon. Und jetzt sowas. Und dann auch noch ausgerechnet der Oberst. Warum? Wäre es besser, wenn ein anderer dort liegen würde? Ach was, natürlich nicht. Aber der Oberst war ein reicher Mann und er kannte viele wichtige Leute. Was glauben Sie denn, Pater? Das gibt Nachfragen von ganz oben. Von ganz oben sicherlich nicht, Constable. Da weiß man nämlich schon alles. Ach, Sie wissen doch, was ich meine. Constable, ich denke, wir müssen jetzt dem Reverend Bescheid sagen. Sie haben recht. Tja, wie sagt man einem Mann Gottes, dass der eigene Bruder erschlagen auf seinem Kirchhof liegt? Wenn es Ihnen hilft, Constable, könnte ich diese Aufgabe übernehmen. Offen gesprochen wäre ich Ihnen sehr dankbar dafür, Pater. Ich weiß noch, wie ich vor ein paar Jahren Mrs. Helming mitteilen musste, dass ihr Mann sich beim Kühehüten das Genick gebrochen hat. Das war fürchterlich genug, aber das hier... Schon gut, Constable. Ist der Reverend in der Kirche? Ich denke, ja, Pater. Um diese Zeit bereitet er gewöhnlich die Predigten vor. Reverend Bohun? Pater Brown! Dass ich das noch erleben darf. Ein katholischer Priester in meiner Kirche. Ich hoffe, Sie gestatten mir diesen unorthodoxen Besuch. Aber natürlich. Was führt Sie zu mir, Pater? Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten für Sie, Reverend. Was ist denn passiert? Es geht um Ihren Bruder. Mein Bruder? Was hat er denn jetzt schon wieder Teuflisches angestellt? Nun, ich fürchte, er hat nichts angestellt. Das Problem besteht eher darin, dass er wohl nie wieder etwas anstellen wird. Ich verstehe nicht. Reverend, Ihr Bruder ist tot. Was? Man hat ihn erschlagen im Kirchhof gefunden. Am besten kommen Sie mit und sehen es sich selbst an. Natürlich. Sofort. Ach, wenn ich das alles geahnt hätte... Hätte ich mich schon im letzten Jahr pensionieren lassen. Tja, wir haben alle unser Päckchen zu tragen. Wie war? Sagen Sie, Doktor, können Sie mir sagen, womit der Oberst erschlagen wurde? Ich bin Arzt, Constable, kein Hellseher. Was ist passiert, Constable? Tja, Reverend, wenn wir das wüssten, wären wir schon einen gewaltigen Schritt weiter. Alles, was ich Ihnen bis jetzt sagen kann, ist, dass Ihr Bruder tot ist. Und es sieht nicht so aus, als sei er eines natürlichen Todes gestorben. Möge Gott seiner Seele gnädig sein. Amen. Mein Gott, wie fürchterlich. Heute Morgen habe ich noch mit ihm gesprochen. Aha. Wann genau war das, Reverend? Es muss so um 5:30 gewesen sein. Ich war gerade auf dem Weg in die Kirche für mein Morgengebet. Der Wirt hatte ihn aus der Wirtschaft geworfen, wo Norman sich mal wieder die ganze Nacht lang hemmungslos betrunken hatte.
Ich wollte ihn nach Hause bringen, aber er weigerte sich und pöbelte mich an. Und ich habe ihn beschimpft. Wenn ich geahnt hätte, dass es das letzte Mal ist, dass wir miteinander reden. Es ist immer schlimm, im Streit auseinanderzugehen. Aber ich bin sicher, dass in der Ewigkeit kein Streit mehr zählt, sondern nur noch die Liebe, Reverend. Ich wünschte, mein Bruder hätte etwas wie Liebe gekannt, Pater. Jetzt reicht's. Aber was soll denn diese ganze Aufregung? Guten Tag, Mrs. Prudy. Joe, ich hatte dir gesagt, du sollst nach Hause gehen zu deiner Mutter und nicht deine Mutter herholen. Ist der Obes tot? Ja, Mrs. Prudy. Was ist denn mit seinem Kopf passiert? Er ist erschlagen worden. Erschlagen? Oh mein Gott, von wem denn? Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mich das in Ruhe herausfinden ließen, Mrs. Prudy. Ja, natürlich, Constable. Ich denke, es wäre das Beste, wenn Sie jetzt einfach in Ihr Geschäft zurückgingen. Natürlich. Komm, Joe. Und Mrs. Prudy, es wäre auch schön, wenn Sie erst mal niemanden davon erzählen würden. Ich möchte nicht, dass das Dorf in Aufruhr gerät, ehe ich etwas Genaueres weiß. Sie können sich voll und ganz auf mich verlassen. In einer halben Stunde weiß es das ganze Dorf. Davon ist auszugehen. Ein Grund mehr zur Eile. Wo waren wir eben stehen geblieben? Ach ja, Doktor, womit sagten Sie, ist der Oberst erschlagen worden? Ich sagte, dass ich kein Hellseher bin und dass ich es Ihnen deshalb leider nicht sagen kann. Können Sie mir nicht wenigstens ansatzweise sagen, wonach wir suchen müssen? Nach einem Gegenstand, der sowohl spitz als auch stumpf ist. Sowohl spitz als auch stumpf? Das müssen Sie erklären. Wenn man ihn mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen hätte, wäre nur die Schädeldecke eingedrückt worden, aber keine tiefe Wunde entstanden. Hätte man ihn dagegen mit einem spitzen Gegenstand erschlagen, sagen wir einer Spitzhacke, dann wäre ein deutlich umrissenes Loch im Kopf ohne eine eingedrückte Schädeldecke. Der Oberst hat aber sowohl ein Loch im Kopf als auch eine eingedrückte Schädeldecke. Fürchterlich. Sehr appetitlich, Doktor. Sie wollten es wissen, Constable. Was kann man sich denn unter einem solchen Gegenstand vorstellen, Doktor? Keine Ahnung, ich bin ja nicht der Mörder. Ein ungewöhnlich geformter Stein vielleicht. Warten Sie, Doktor, da kommt mir eine Idee. Sie sagen also, die Mordwaffe muss sowohl spitz als auch stumpf gewesen sein. Genau, und außerdem ziemlich schwer. Dieser Schlag wurde mit einer unglaublichen Wucht geführt. Um so eine Verletzung hervorzurufen, muss man entweder einen sehr schweren Gegenstand benutzen oder sehr stark sein. Oder beides. Oder beides. Was halten Sie von einem Hammer, Doktor? Einem großen, schweren Hammer. Ja, das wäre durchaus denkbar. Die Verletzung würde passen. Worauf wollen Sie hinaus, Constable? Darauf, dass jemand in diesem Dorf vor ein paar Wochen eine heftige Auseinandersetzung mit Oberst Bohun hatte. Jemand, der kräftiger ist als alle anderen in dieser Gegend. Und jemand, der mehr als nur einen Hammer besitzt, mit dem man eine solche Tat hätte begehen können. Sie meinen doch nicht etwa Mr. Barnes, den Schmied? Doch, Pater Brown. Genau den meine ich. Ich weiß, dass das Ihnen nicht gefällt. Schließlich ist er ja eines von Ihren Schäfchen. Sie haben recht, Constable, das gefällt mir nicht. Aber es gefällt mir deshalb nicht, weil ich Mr. Barnes sehr gut kenne und es mir einfach nicht vorstellen kann, dass ein so tiefgläubiger Mann wie er eine solche Tat begeht. Tiefgläubige Männer haben schon ganz andere Taten begangen, Pater. Trotzdem wüsste ich gerne, was Sie zu dieser Vermutung veranlasst. Es ist noch gar nicht lange her. Da habe ich die beiden auf meinem abendlichen Rundgang durchs Dorf vor der Kneipe getroffen. Ich konnte gerade noch verhindern, dass Mr. Barnes dem Oberst ans Leder geht. Und worum ging es? Das wollte mir keiner der beiden sagen. Also, ich kann mir schon vorstellen, worum es ging. Aha. Wissen Sie etwas, das ich nicht weiß, Doktor? Eine ganze Menge, Constable. Also? Und was diese Angelegenheit angeht, ist mir zu Ohren gekommen, dass der Oberst wohl Mrs. Barnes belästigt haben soll. Was meinen Sie damit? Na, was werde ich wohl damit meinen, Constable, Nein. Doch, das weiß doch jeder im Dorf. Warum bin ich eigentlich immer der Letzte, der so etwas erfährt? Aber meine Herren, das wissen Sie doch alles nur vom Hörensagen. Und vielleicht war der Streit vor der Kneipe nur eine kleine Auseinandersetzung unter Betrunkenen. Ist es denn nicht auch möglich, dass ein anderer diese Tat begangen hat? Sie haben doch selbst gesagt, dass der Oberst viele wichtige Leute kannte, Constable. Vielleicht wusste er über einen davon zu viel und man hat ihn beseitigt. Ach, das ist doch Unsinn. Wir sind doch hier nicht in einem Kriminalroman, Pater. Und was ist mit den Leuten in Bacon? Ich komme zwar nur selten zu ihnen, aber soweit ich informiert bin, war der Oberst hier im Dorf nicht sonderlich beliebt. Tja, das ist wohl noch sehr milde ausgedrückt.
Die Leute hier haben ihn gehasst und gefürchtet. Viele hatten Schulden bei ihm. Nein, nein, nein. Das sind zwar sehr lobenswerte Versuche, den Hals ihres Schützlings aus der Schlinge zu ziehen, Pater Braun, aber ich bleibe dabei. Ich halte Mr. Barnes für äußerst tatverdächtig. Er ist kräftig genug, um so ein Verbrechen zu begehen. Er hat genügend Hämmer, um diese Tat auszuführen. Und irgendetwas hat er in letzter Zeit gegen den Oberst. Das reicht mir vorerst an Beweisen. Ich werde ihn verhaften. Warten Sie, Constable. Soweit ich weiß, ist Mr. Barnes gar nicht da. Er ist seit ein paar Tagen in Greenford. Er kann es also gar nicht getan haben. Aha. Das ist natürlich... Aber vielleicht ist er heute Nacht zurückgekommen, ohne dass es jemand bemerkt hat. Das wird sich gleich herausstellen. Wenn Sie gestatten, würde ich Sie gerne zur Schmiede begleiten, Constable. Sagen Sie, wer führt hier eigentlich die Ermittlungen, Pater? Sie oder ich? Aber, Constable, ich habe nur gern ein Auge auf meine Schäfchen. Das wissen Sie doch. Oh ja, das weiß ich. Na gut, wenn es denn sein muss. Ja, Constable, in diesem Fall muss es wirklich sein. Mr. Barnes? Mr. Barnes, öffnen Sie bitte die Tür. Hier ist Constable Burns. Mein Mann ist nicht da, Constable. Davon würde ich mich gerne selbst überzeugen, Mrs. Barnes. Machen Sie bitte auf. Ich weiß nicht. Mrs. Barnes, ich sage es zum letzten Mal. Mrs. Barnes, hören Sie mich? Pater Brown? Genau. Seien Sie unbesorgt, Mrs. Barnes. Sie können die Tür ruhig öffnen. Es ist wirklich sehr wichtig. Pater Brown, wie schön. Guten Morgen, Constable. Was ist denn so Wichtiges? Nun, ich denke, das sollten wir besser drin besprechen. Wenn Sie es wünschen. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen, Pater. Ich freue mich auch, Mrs. Barnes. Ich dachte mir, ich muss doch einmal bei Ihnen und Ihrem Mann vorbeikommen und nach dem Rechten schauen, nachdem ich Sie beide jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr bei mir in der Kirche gesehen habe. Ich hoffe, Sie sind nicht krank. Ach, Pater, wenn es doch so etwas Einfaches wie eine Krankheit wäre. Was ist denn los, mein Kind? Erzählen Sie. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Ihre Seelsorge unterbrechen muss, Pater. Aber es gibt im Moment wichtigere Dinge, Mrs. Barnes. Wo ist Ihr Mann? Mein Mann? In Greenford. Er hat dort einen Auftrag. Seit wann ist er in Greenford? Seit 3 Tagen. Und wann will er zurückkommen? Heute. Warum wollen Sie das alles wissen, Constable? Im Moment stelle ich die Fragen, Mrs. Barnes. Wissen Sie von irgendwelchen Streitigkeiten zwischen Ihrem Mann und Oberst Bohun? Dem Oberst? Nein, nein, ich weiß von nichts. Sagen Sie nur ruhig die Wahrheit, mein Kind. Ach, Pater, das sagen Sie so. Ich wünschte, es wäre so einfach. Also was ist jetzt, Mrs. Barnes? Wissen Sie etwas oder wissen Sie nichts? Ja, Constable. Es gab Streit zwischen meinem Mann und Oberst Bohun. Aha. Und weswegen? Ich meine, es gibt da so ein paar Gerüchte. Was für Gerüchte? Hat der Oberst Ihnen Gewalt angetan? Ja, Pater. Das hat er. Es war so schrecklich. Dann stimmt es also. Schon gut, mein Kind, schon gut. Aber Mrs. Barnes, wenn das wahr ist, hätten Sie den Oberst anzeigen müssen. Aber wie hätten wir ihn denn anzeigen können? Wir haben doch so viele Schulden bei ihm. Wenn wir ihn anzeigen würden, würde er mit Sicherheit alles sofort zurückfordern. Wir würden alles verlieren. Mrs. Barnes, ich muss Ihnen leider sagen, dass diese Information Ihre Lage keinesfalls verbessert hat. Oberst Bohun ist heute Morgen ermordet worden. Man hat ihn erschlagen. Nein. Und jetzt verdächtigen Sie Simon? Ja, das tue ich. Wie Sie gerade selbst zugegeben haben, hat Ihr Mann mehr als nur ein Motiv gehabt, den Oberst umzubringen. Und er ist stark genug, einen Mann wie den Oberst zu erschlagen. Aber so etwas würde Simon niemals machen, Pater Brown. Sagen Sie ihm, dass Simon ein guter Mann ist. Das habe ich bereits getan, Mrs. Barnes. Seien Sie ganz ruhig. Mit Gottes Hilfe werden wir die Unschuld Ihres Mannes beweisen können.
Was wollt ihr von mir? Was ist denn jetzt schon wieder los? Es hört sich so an, als würde Mr. Barnes gerade zurückkehren. Na, dann wird es ja jetzt interessant. Er weiß nicht, Constable. Simon würde das niemals tun. Wir werden sehen, Mrs. Barnes. Warten Sie, Constable, ich komme mit. Mr. Barnes wird sicherlich meinen Beistand benötigen. Aber belassen Sie es beim seelischen Beistand, Pater. Eine Einmischung in meine Polizeiarbeit werde ich nicht dulden. Ich bitte Sie, Constable, ich würde mich doch niemals in Ihre Arbeit einmischen. Lasst mich durch, Leute. Mrs. Prudy hat mich Sie nicht gebeten, niemandem etwas zu sagen. Das habe ich auch nicht, Constable. Sie haben es alles selbst herausgefunden. Oh, und Dr. Owen hat gesagt, dass es der Schmied war. Hervorragend, Doktor. Was sollte ich denn machen, als er da plötzlich die Straße entlang kam? Glauben Sie, ich hätte ihn allein festhalten Lass können? Mich endlich los! Simon! Bleiben Sie lieber hier, Mrs. Emily! Pater Brown! Ist dir etwas geschehen, Emily? Guten Tag, Mr. Barnes. Zurückgekehrt aus Greenford? Wie Sie sehen, Constable, würden Sie den Herrn bitte sagen, dass Sie mich loslassen sollen? Lass ihn los. Ich hoffe, Sie werden sich benehmen. Ich bin nicht derjenige, der hier Probleme mit dem Benehmen hat. Was soll das denn alles? Was das alles soll, sehen Sie hier unten auf dem Boden. Geht beiseite, Leute. Oberst Bohun? Jawohl, Mr. Barnes. Oberst Bohun. Ist er tot? Und wie er tot ist. Erschlagen durch einen gewaltigen Hieb auf den Kopf mit einem schweren Gegenstand. Wie zum Beispiel den Hammer, den Sie bei sich tragen, Mr. Barnes. Ach, ich verstehe. Sie verdächtigen mich. Man erzählt sich, dass Sie allerhand Grund hatten, Oberst Bohun zu töten. So, erzählt man sich das? Ja, das tut man. Und? Stimmt es? Ja. Ich hatte Grund, den Oberst zu töten. Das ist richtig. Sie geben es also zu? Ich gebe zu, dass ich Oberst Bohun gehasst habe. Und dass ich hoffe, dass seine Seele in der Hölle schmort. Das gebe ich zu, Constable. Aber getötet? Getötet habe ich ihn nicht. Es ist Ihr gutes Recht zu leugnen. Trotzdem muss ich Sie in Gewahrsam nehmen, Simon Barnes. Ich verhafte Sie hiermit im Namen des Gesetzes wegen Mordes an Oberst Norman Bohun. Simon! Sei nur ruhig, Emily. Gott beschützt die Seinen. Hab ich nicht recht, Pater? Ja, mein Sohn, das tut er. Was sagten Sie, Constable? Wann hat man diesen Hund erschlagen? Mäßigen Sie sich, Mr. Barnes. Ach, die Wahrheit verträgt keine Mäßigung. Der Oberst war ein verkommener, durch und durch sündhafter Mensch. Sie werden sich auf der Stelle entschuldigen. So spricht man nicht von Toten. Nicht einmal von Oberst Bohun. Lassen Sie nur, Constable, er hat ja recht. Von Norman kann man wirklich nur sehr wenig Gutes sagen. Also gut, Reverend, wenn Sie es wünschen. Zu Ihrer Frage, Mr. Barnes. Oberst Bohun wurde heute Vormittag um 10 Uhr hier gefunden. Und heute Morgen um 5:30 zum letzten Mal lebend gesehen. Dann habe ich nicht den geringsten Einwand gegen meine Verhaftung, Constable. Aber Sie sollten etwas dagegen haben, denn ich werde den Gerichtssaal als Unschuldiger verlassen. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich dank Gottes großer Güte mehrere Zeugen dafür habe, dass ich heute Morgen um 8 Uhr in Greenford gefrühstückt habe. Und wie Sie wissen, braucht man für den Weg von Greenford nach Bacon mindestens 4 Stunden. Und wenn ich Ihnen nicht glaube? Tun Sie, was Sie nicht lassen können, Constable. Aber ich verspreche Ihnen, Sie werden sich vor Gericht lächerlich machen. Sie können mir entweder glauben und die Leute, für die ich in Greenford gearbeitet habe, selbst befragen, oder Sie warten ab, bis der Richter Sie fragt. Und ich bezweifle, dass das Ergebnis einer Befragung Ihrer Karriere sehr zuträglich sein wird. Nun ja, in diesem Fall, ich werde das natürlich überprüfen. Tun Sie das, Constable. Sie müssen schon verzeihen, Mr. Barnes, aber es passte alles so gut zu Ihnen. Sie hatten ein Motiv. Ach, das hat fast jeder hier im Dorf. Ja, das ist richtig. Aber kaum jemand im Dorf ist so kräftig wie Sie. Und als der Doktor sagte, dass der Oberst wahrscheinlich mit einem Hammer erschlagen worden ist, fiel der Verdacht natürlich sofort auf Sie. Natürlich. Tja, Sie haben nicht zufällig eine Ahnung, wer es sonst gewesen sein könnte? Doch,
Die habe ich. Ich glaube nicht, dass es ein Mann war. Eine Frau? Auch keine Frau. Ich glaube, dass kein Wesen aus Fleisch und Blut den Oberst niedergestreckt hat. Was soll das denn heißen? Glauben Sie etwa, dass ein Hammer mit Flügeln in der Gegend herumgeflattert ist und dem Oberst den gar ausgemacht hat? Warum nicht? Ach, macht euch nur lustig! Ihr alle, die ihr euch für gute Christenmenschen haltet und doch nicht an die Macht Gottes glaubt! Ich sage euch, dass der, der unsichtbar in jedem Haus und in jedem Herzen wandelt, Emilys und meine Ehre verteidigt und ihren Schänder niedergestreckt hat. Ich glaube fest daran, dass die Macht, die Oberst Bohun erschlagen hat, keine geringere ist als diejenige, die mit Erbeben die Städte der Sünder dem Erdboden gleich macht. Mein Gott, ich selbst habe Norman heute Morgen noch davor gewarnt, dass ihn eines Tages der Blitz trifft, wenn er seinem sündigen Leben nicht Einhalt gebietet. Nun, ich denke, dieser Verdächtige befindet sich ein wenig außerhalb meines Zuständigkeitsbereichs. Aber Sie nicht außerhalb des Seinen, Constable. Ja, danke, Mr. Barnes. Sie können gehen. Komm, Emily. Ja, Simon. Und ihr verschwindet besser, alle. Es gibt hier nichts mehr zu sehen. Los, geht nach Hause. Hervorragend. Jetzt sind wir genauso weit wie am Anfang. Auch falsche Wege können manchmal in die richtige Richtung führen, Constable. Sie glauben doch nicht wirklich, dass Gott selbst den Oberst erschlagen hat. Ich meine vor allem, dass man zunächst alle irdischen Möglichkeiten in Betracht ziehen sollte, ehe man göttliche Instanzen für etwas verantwortlich macht. Gut gesagt, Pater, aber ich fürchte, mir gehen die irdischen Möglichkeiten langsam aus. Sie geben zu schnell auf, Constable. Betrachten wir doch einmal die Fakten. Bisher sind wir davon ausgegangen, dass der Oberst mit einem großen, schweren Hammer wie einem Schmiedehammer erschlagen wurde. Aber etwas Genaues wissen wir doch noch gar nicht über die Tatwaffe. Tja, Pater, da haben Sie wohl recht. Die Tatwaffe könnte also auch etwas ganz anderes gewesen sein. Naja. Ich gebe allerdings zu bedenken, dass die Verletzung des Oberst schon sehr gut zur Hypothese eines Hammers als Mordwaffe passt, Pater Braun. Könnte es denn auch ein kleinerer Hammer gewesen sein, Doktor? Natürlich kann es auch ein kleinerer Hammer gewesen sein. Aber um so eine Verletzung herbeizuführen, hätte die Wucht des Schlages bei einem kleinen Hammer schon immens sein müssen. Sie meinen also, je kleiner der Hammer, desto kräftiger muss derjenige sein, der den Schlag führt. Genau. Was haben Sie denn nur mit Ihrem kleinen Hammer, Pater? Nun ja, ich habe mich gefragt, ob vielleicht der kleine Hammer da vorne an der Kirchenmauer etwas mit dieser Sache zu tun hat. Was für ein Hammer? Gleich da vorne, Constable. Er ist mir vorhin ganz zufällig aufgefallen. Und das sagen Sie erst jetzt? Weiter rechts, Constable. Sie haben scharfe Augen, Pater. Danke, Reverend. Die Besitztümer der katholischen Kirche in England sind so gering, dass man als ihr Priester lernt, auf Kleinigkeiten zu achten. 1000. Ich glaube, Sie haben recht, Pater. Sehen Sie, Doktor, hier sind Blutspuren am Hammer. Glauben Sie, das könnte die Waffe sein, mit der man Oberst Bohun erschlagen hat? Ja, das würde passen. Außerdem sehen Sie hier, Constable, da sind auch Haare am Hammer. Die Haare vom Oberst. Mein Gott, wie peinlich, dass wir den Hammer jetzt erst gesehen haben. Er lag ja quasi direkt neben der Leiche. Ich hoffe sehr, dass Sie das niemandem erzählen werden, Pater. Seien Sie unbesorgt, Constable. Was ich allerdings nicht verstehe, warum irgendjemand den Oberst mit so einem kleinen Hammer erschlagen sollte, wenn er auch hätte einen größeren nehmen können. Ein Augenblick. Was ist mit Mrs. Barnes? Sie hatte mindestens ein genauso starkes Motiv wie ihr Ehemann. Und mit diesem kleinen Hammer kann auch eine Frau zuschlagen. Hatten Sie nicht eben gesagt, Doktor, dass jemand, der einen kleinen Hammer benutzt, sehr kräftig sein muss, um eine solche Verletzung herbeizuführen? Ja, das stimmt. Ich bezweifle doch sehr, dass die zierliche Mrs. Barnes diese Kraft hätte aufbringen können, Constable. Aber das macht doch alles keinen Sinn. Wer stark ist, würde doch für so eine Tat immer einen großen Hammer benutzen. Nur ein Schwächling nimmt dafür einen kleinen Hammer. Oder ein Idiot. Mein Gott, ich hatte es befürchtet. Was haben Sie befürchtet, Reverend? Sie haben es doch gerade selbst gesagt. Nur ein Idiot würde so etwas machen. Ja und? Nun, ein Idiot hat es wohl auch getan. Ich verstehe kein Wort. Aber ich verstehe jetzt, Constable. Und ich danke Gott, dass ich durch diese Einsicht niemanden an den Galgen liefern muss. Denn kein Geistlicher sollte jemals für den Tod eines Menschen verantwortlich sein. Also Sie wissen, wer der Mörder Ihres Bruders ist?
Aber Sie wollen es mir nicht verraten? Selbst wenn ich es Ihnen verrate, wird man ihn nicht hängen. Na dann reden Sie endlich, Reverend. Erinnern Sie sich, dass ich Ihnen von meiner Begegnung mit meinem Bruder heute Morgen erzählt habe? Natürlich. Was ich Ihnen nicht erzählt habe, ist, dass Joe in unser Gespräch platzte. Er war heute Morgen sehr früh dran mit der Milch. Mein Bruder hat sich über ihn lustig gemacht. Er hat sich immer über ihn lustig gemacht. Heute hat er mit Pennystücken nach ihm geworfen und versucht, seinen Mund zu treffen. Ich bin dann mit Joe in die Kirche gegangen und wir haben gemeinsam gebetet. Aber auf einmal war er fort. Ich war so in mein Gebet versunken, dass ich gar nicht gemerkt habe, wann er gegangen ist. Der verrückte Joe. Aber natürlich. Jetzt macht endlich alles einen Sinn. Joe hat sich über den Oberst geärgert und als der ihm dann noch einmal über den Weg läuft, erschlägt er ihn mit einem viel zu kleinen Hammer, aber der Gewalt eines Ochsen. Was sagen Sie dazu, Doktor? Nun, Joe ist sicherlich sehr kräftig und dann der viel zu kleine Hammer, möglich ist das schon. Das erklärt auch, warum er die Tatwaffe nicht versteckt, sondern mehr oder weniger direkt neben dem toten Oberst fortgeworfen hat. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihren Enthusiasmus bremse, Constable. Aber woher hatte Joe auf einmal den Hammer? Ach, was weiß ich, wahrscheinlich lag er irgendwo rum oder er hat ihn gestohlen. Ich bin mir sicher, dass er nicht wusste, was er tat. Natürlich, natürlich. Und kein Gericht in England wird einen Schwachsinnigen hängen. Seien Sie ganz unbesorgt, Reverend. Das bin ich. Sagen Sie, Constable, nachdem ja jetzt alles geklärt ist, werden Sie mich doch sicherlich entbehren können, oder? Mein Platz ist in der Kirche. Heute mehr denn je. Ich fühle ein sehr starkes Bedürfnis, jetzt zu beten. Für die Seele meines Bruders und für den armen Joe. Natürlich, Reverend. Gehen Sie nur. Wer hätte gedacht, dass sich diese fürchterliche Sache doch noch so schnell aufklärt? Ich denke nicht, dass sie aufgeklärt ist, Constable. Was? Pater, ich bitte Sie. Ich habe selten eine schlüssigere Erklärung gehört. Joe hatte ein Motiv, er hatte die Gelegenheit und die wenig durchdachte Art, in der das Verbrechen ausgeführt wurde, spricht auch für ihn. Dass eine Erklärung schlüssig ist, heißt nicht notwendig, dass sie der Wahrheit entspricht. Also, Pater, ich werde das Gefühl nicht los, dass Sie mehr über diese dunkle Geschichte wissen, als Sie sagen. Männer meines Berufsstandes wissen häufig mehr, als Sie sagen. Raus mit der Sprache, Pater! Es tut mir leid, Constable, aber manchmal ist es meine Pflicht, Dinge für mich zu behalten. Ich repräsentiere hier das Gesetz, Pater. Und es ist Ihre Pflicht, mir zu sagen, was Sie von dieser Angelegenheit wissen. Sie vergessen, dass ich einem höheren Gesetz unterstehe als dem Ihren. Aber natürlich will ich nicht, dass Ihnen meine Verschwiegenheit unhöflich erscheint. Ich könnte Ihnen zwei Hinweise geben, wenn Sie es wünschen. Na und ob ich das wünsche? Erstens hat diese Sache meiner bescheidenen Ansicht nach weder etwas mit dem verrückten Joe noch mit einem göttlichen Wunder zu tun, wie Mr. Barnes glaubt. Es sei denn, man betrachtet den Menschen und seine sündhafte Natur selbst als Wunder. Aha. Und was ist der zweite Hinweis? Erinnern Sie sich daran, dass Sie Mr. Barnes fragten, ob die Tat vielleicht von einem geflügelten Hammer verübt worden sei? Natürlich. Nun, Constable, der zweite Hinweis ist, dass Ihr Scherz vom Hammer mit Flügeln der Wahrheit von allen Dingen, die heute gesagt wurden, wohl am nächsten kommt. Das nennen Sie Hinweise? Haben Sie das verstanden, Doktor? Kein Wort. Pater Brown, wären Sie vielleicht so freundlich und würden Ihre Hinweise ein wenig erläutern? Nein, Constable, das bin ich nicht. Dieses Rätsel müssen Sie schon selbst lösen. Ich denke, dass ich jetzt dem Reverend beim Gebet beistehen sollte. Wie Sie selbst sagten, ist das Aufklären von Verbrechen ja schließlich Ihr Metier, Constable. Meines ist das Retten von Seelen. Warten Sie, Pater! Viel Erfolg, Constable! Vergib ihnen ihre Sünden und schenke ihnen den ewigen Frieden. Sie gestatten, Reverend Bohun. Natürlich. Ich dachte, wir sollten vielleicht gemeinsam beten. Gemeinsam beten? Ich wusste nicht, dass das gemeinsame Gebet mit Anglikanern in Ihrer Kirche neuerdings erlaubt ist. Nun sagen wir mal, es gibt unterschiedliche Ansichten darüber. Zum einen ist da die Ansicht meiner Vorgesetzten und zum anderen meine. Ich verstehe. Also bitte tun Sie sich keinen Zwang an.
Vater unser, der du bist im Himmel, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Eine wirklich schöne Kirche haben Sie hier. Danke. Dieser hohe gotische Kreuzgang, dieses wunderbare blaue Fenster mit dem Engel. Was trägt er da in der Hand? Lilien. Wunderschön. Wurde es von jemandem aus dem Dorf angefertigt? Sogar von einem meiner Vorfahren. Die Bohuns leben schon seit vielen Generationen an diesem Ort. Ach, wirklich? Pater Brown, was wollen Sie? Mit Ihnen beten. Wenn Sie das wollten, würden Sie mich nicht ständig im Gebet unterbrechen. Was wollen Sie wirklich? Sie haben mich durchschaut. Was ich wirklich will, ist, Sie ein wenig auf andere Gedanken zu bringen. Mir ist aber nicht nach anderen Gedanken zumute, Pater. Mein Bruder ist gerade gestorben. Ich muss für ihn beten. Um die Toten kümmert sich Gott auch, wenn die Gebete ein wenig später kommen. Also ich verstehe es vor allem als meine Aufgabe, mich um die Lebenden zu kümmern. Sie vergessen wohl, dass ich keines Ihrer Schäfchen bin, Pater. Nein, nein, das vergesse ich schon nicht. Nun kommen Sie schon, Reverend Bohun. Seien Sie kein schlechter Gastgeber. Führen Sie mich ein wenig herum in Ihrer kleinen Kirche. Was wollen Sie denn sehen? Ich weiß nicht. Vielleicht das Schnitzwerk am Altar. Oder den Glockenturm. Ja, den Turm. Von dort muss man doch eine fantastische Aussicht über die Gegend haben. Also gut, hier entlang. Da vorne ist der Aufstieg. Ach, diese Kirche muss wirklich sehr alt sein. Ja, das ist sie. Es wird erzählt, dass sie bereits zur Zeit Heinrich des VIII. Existierte. Unsere Familie stand dem Königshaus damals sehr nahe. Aber durch Leute wie meinen Bruder hat sich das in den letzten Jahrhunderten grundlegend geändert. Sie haben Ihren Bruder nicht sonderlich gemocht, nicht wahr? Ich habe ihn geliebt, wie es die Pflicht eines jeden Christen ist, seine Mitmenschen zu lieben. Aber er hat ein sehr sündhaftes Leben geführt und sich von Gott abgewandt. Was erwarten Sie da, Pater Brown? Ich verstehe. War er denn schon immer so? Eigentlich schon. Aber richtig schlimm ist es geworden, als er vor ein paar Jahren wiedergekommen ist. Er war lange Zeit im Ausland und ist dort reich geworden. Weiß Gott auf welche Weise. Und dann ist er nach Beacon zurückgekehrt. Mit seinem Geld den Gutshof unseres Vaters wieder aufgebaut. Und seitdem hat er sich von Jahr zu Jahr schlimmer aufgeführt. Haben denn tatsächlich so viele Leute in Beacon Schulden bei ihm? Ja, sehr viele. Er hat sie gewissenlos mit ihren Schulden erpresst. Und was geschieht jetzt mit diesen Schulden? Ich meine, ich gehe davon aus, dass Sie der einzige Erbe Ihres Bruders sind. Als guter Christenmensch werde ich natürlich allen die Schulden erlassen. Und dann werde ich das Erbe an die Kirche übertragen. Was soll ich mit all dem Geld meines Bruders? Ich bin zufrieden mit meinem Leben, so wie es ist. Nichts anderes hatte ich erwartet, Reverend. Aber wissen Sie, diese Schuldengeschichte lässt mich nicht los. Ich mache mir Sorgen, ob nicht vielleicht doch einer der Schuldner Ihres Bruders diese Verzweiflungstat begangen hat. Offen gesprochen hatte ich das auch befürchtet. Darum bin ich sehr froh, dass sich nun herausstellt, dass Joe der Täter war. Ich hätte es nicht ertragen, wenn einer aus meiner Gemeinde an den Galgen gekommen wäre, wegen der Sünden, die mein Bruder auf sich gelastet hat. Ja, ja, der arme, verrückte Joe. Zweifeln Sie etwa an seiner Schuld? Er ist der Einzige, bei dem sich alle Tatsachen zusammenfügen. Sicherlich, sicherlich. Aber sagen Sie, Pater, war es nicht eigentlich Ihre Absicht, mich auf andere Gedanken zu bringen? Dieses Gespräch eignet sich nicht wirklich dazu. Mein Gott, Ihr Turm ist höher, als er von außen aussieht. Wenn ich das vorher geahnt hätte, hätte ich mir doch lieber das Schnitzwerk am Altar angesehen. Sind es noch viele Stufen? Nein, wir sind oben. Bitte nach Ihnen. Was für eine Aussicht. Das ganze Dorf liegt einem zu Füßen. Und diese Landschaft. Ja, ich liebe diesen Turm. Ich bin häufig hier. Man fühlt sich so nah bei Gott. Aber recht fern von den Menschen. Manchmal ist gerade das sehr angenehm, Pater Brown. Aber ist es nicht unser Beruf, für die Menschen da zu sein und ihnen zu helfen? Ich wünschte, sie würden sich immer helfen lassen. Wenn ich hier unten im Kirchhof den Leib ihres toten Bruders sehe und den Constable und Dr. Owen, wie sie wie hilflose Insekten auf einer Weltkarte herumkrabbeln, denke ich, dass wir es immer wieder versuchen müssen. Selbst wenn wir beim einen oder anderen vielleicht niemals Aussicht auf Erfolg haben. Ich hoffe, es ist nicht gefährlich hier oben. Keine Angst. Der Boden ist zwar ein wenig morsch, aber wir hatten erst vor ein paar Tagen einen Handwerker hier, der das Dringendste repariert hat. Sie können sich also ganz unbesorgt bewegen. Naja, ich bin ja ohnehin der Meinung, dass man lieber zu Höhen aufblicken sollte, statt von ihnen herab.
Sie meinen, weil man fallen könnte? Ich meine, dass zumindest die Seele fallen könnte, auch wenn es der Körper nicht tut. Ich kann Ihnen nicht folgen. Schauen Sie sich zum Beispiel den Schmied an. Ein guter Mensch und braver Christ, aber hart und unversöhnlich. Er erduldet, aber kann nicht vergeben. Er hat gelernt, auf die Welt herabzublicken und nicht in den Himmel hinaufzuschauen. Aber warum sprechen Sie von gefallenen Seelen? Der Schmied hat meinen Bruder doch gar nicht getötet. Nein, wir wissen, dass er es nicht getan hat. Wissen Sie, ich kannte einmal einen Mann, der am Anfang mit allen anderen zusammen am Altar betete. Aber dann fand er auf einmal Gefallen an hohen, abgelegenen Plätzen, in irgendwelchen Ecken oder Nischen des Glockenturms, wo er dann ganz alleine seine Gebete sprach. Aber eines Tages, an einem dieser einsamen Orte, an dem ihm die ganze Welt wie ein Rad erschien, das sich fortwährend drehte, begann sich auch in seinem Kopf etwas zu drehen. Denn auf einmal hielt er sich für Gott. Und obwohl er ein guter Mann war, beging er ein schweres Verbrechen. Was für eine arme Seele. Ja, wirklich, eine arme Seele. Stellen Sie sich vor, er dachte doch tatsächlich, dass es an ihm wäre, über die Welt zu urteilen und Sünder zu richten. Ich bin mir sicher, dass ihm dieser Gedanke nie gekommen wäre, wenn er weiterhin mit den anderen zusammen unten auf dem Boden gekniet hätte, statt allein in der Höhe. Aber von der Höhe sahen die Menschen ja nur aus wie Insekten. Und da ihm eines davon giftig erschien, hat er es einfach erschlagen. Wie fürchterlich. Nicht wahr? Natürlich muss man berücksichtigen, dass er einer großen Versuchung ausgesetzt war. Immerhin lag eine der mächtigsten Naturgewalten in seiner Hand. Ich meine, die Schwerkraft. Diese schreckliche, immer stärker werdende Kraft, die alle Dinge zurück an die Brust von Mutter Erde fallen lässt, wenn man sie einmal loslässt. Sehen Sie, wie der Constable hier unter uns im Hof hin und her geht? Wenn ich jetzt einen Kieselstein hinunterfallen ließe, würde er den Constable dort unten mit der Wucht einer Pistolenkugel treffen. Stellen Sie sich bloß vor, was passieren würde, wenn ich einen kleinen Hammer dort hinunterwerfen würde, den ein unachtsamer Handwerker hier oben vergessen hat. Sind Sie ein Teufel, Pater Brown? Woher können Sie all das wissen? Ich bin ein Mensch, Reverend. Darum trage ich alle Teufel im Herzen. Aber an der Lösung dieses Rätsels war kein Teufel beteiligt. Das war allein gesunder Menschenverstand. Hätte ich doch heute Morgen auch nur etwas mehr davon gehabt. Mein Gott. Ich weiß nicht, was in mich gefallen ist. Das Gespräch mit meinem Bruder hat mich rasend gemacht. Ich weiß nicht, wie viele tausendmal ich ihn schon gebeten und ermahnt habe, seinen Lebenswandel zu ändern. Und immer hat er sich so fürchterlich verhalten. Aber als er heute Morgen so betrunken herumpöbelte, sich über den armen Joe lustig machte und die Frau des Schmieds belästigen wollte, da war es, als hätte etwas in meiner Seele Klick gemacht. Ich kann es nicht beschreiben, aber auf einmal habe ich meinen Bruder abgrundtief gehasst, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Das war das Böse, das von Ihrem Herzen Besitz ergriffen hat. Ich bin hier heraufgegangen, um zu beten und auf andere Gedanken zu kommen. Und da sah ich ihn auf einmal, wie er unten im Hof lüstern zur Schmiede hinüberwankte. Und ich sah den Hammer, den der Handwerker vergessen hatte. Er lag auf der Brüstung, direkt über dem Kopf meines Bruders. Ich musste ihn nur ein wenig nach vorne schieben. Und den Rest hat die Schwerkraft für Sie erledigt. Ich war mir in diesem Moment so sicher, dass ich etwas tun musste, um ihn von weiteren Sünden abzuhalten. Das mussten Sie auch, aber auf eine andere Weise. Auf andere Weise ist es mir nicht gelungen. Ich habe als Hüter meines Bruders versagt, Pater. Sie haben es versucht, aber in einem Moment der Schwäche hat es Böse von Ihnen Besitz ergriffen. So soll es mich denn weiterhin besitzen. Beten Sie für mich, Pater. Halt, tun Sie es nicht, Reverend. Wählen Sie nicht diesen Weg. Er mag Ihnen einfach erscheinen, aber er führt direkt in die Hölle. Ich habe meinen Bruder getötet, Pater Brown. Für mich führen alle Wege in die Hölle. Es ist nicht an Ihnen, über sich selbst zu richten, Reverend Boone. Ebenso wenig, wie es an Ihnen war, über Ihren Bruder zu richten. Bitten Sie Gott um Vergebung. Und ich bin sicher, dass er Ihnen in seiner unendlichen Güte verzeihen wird. Hier wartet Gottes Ohr. Ich bin sicher, dass es dort ist. Hören Sie, ich werde das alles niemandem sagen. Sie müssen den nächsten Schritt ganz allein machen. Und ich hoffe sehr, dass es nicht der Schritt in die Tiefe sein wird. Warum wollen Sie das für mich tun? Weil ich an Sie glaube. Sie sind kein böser Mensch. Und auch wenn Sie ein schweres Verbrechen begangen haben,
hat doch das Böse von ihnen noch nicht so sehr Besitz ergriffen wie von vielen anderen Verbrechern. Immerhin haben sie nicht versucht, dem Schmied das Verbrechen anzuhängen oder seiner Frau. Aber dem verrückten Joe? Weil sie wussten, dass Schwachsinnige für Verbrechen zu keiner Strafe verurteilt werden können. Und doch habe ich es getan. Ich schaue auf das, was sie nicht getan haben, obwohl sie es hätten tun können, Reverend. Und nun schlage ich vor, dass sie von der Brüstung heruntersteigen. Sie sind frei wie der Wind, wenn sie es wünschen. Mein Mund ist versiegelt. Hier sind Sie, Pater Brown. Ich muss Sie doch noch etwas fragen. Ich habe mir mit Dr. Owen jetzt die ganze Zeit den Kopf zerbrochen, was Sie wohl mit dem geflügelten Hammer gemeint haben könnten. Und da ist uns der Gedanke gekommen, ob Sie vielleicht... Constable. Ja, Reverend? Ich möchte mich stellen. Ich habe meinen Bruder getötet. Was? Ich habe meinen Bruder getötet, indem ich einen Hammer von diesem Kirchturm fallen ließ, als er heute Morgen dort unten entlang ging. Und ich möchte, dass Sie mich für dieses Verbrechen verhaften und der weltlichen Gerichtsbarkeit übergeben. Aber Reverend, wie... Das kann ich gar nicht glauben. Glauben Sie es nur, Constable, glauben Sie es nur. So wie der richtige Glaube Berge versetzen kann, sorgt der falsche Glaube eben manchmal für die unerfreuliche Bewegung etwas profanerer Gegenstände. Und leider wachsen nicht all diesen Gegenständen Flügel. Sonst wäre unsere Welt wohl ein angenehmerer Ort.